Ho, 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 Freunde der Simulation und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Omnizeit, dem Omnibus-Simulator. Heute an Heiligabend mit mal wieder Content aus dem Webdisk-Adventskalender. So, jetzt aber. Und zwar zum einen mit dem brandneuen von MX200. Ich hoffe, der Name war richtig. Ja. Egal, wenn nicht, tut mir leid. Dem Freeware C2 Buspaket. Und nein, das ist nicht das Payware von Hardycon. Für die, falls jetzt irgendjemand auf die Idee kommt, das ist das Freeware. Das Payware von Hardycon ist immer noch nicht raus. Könnte man unter Umständen jetzt auch gar nicht mehr brauchen, wenn das hier ist. Das ist dann jedem, soll jedem selbst überlassen sein. Ich werde es mir dann nochmal zweimal überlegen, ob ich mir das von Hardycon wirklich nochmal kaufe. Da fahren wir hier mit dem. Euro 6 C2 LEU. Ja. Genau, und halt der Naturin. Warum habe ich die Hilfsfahrer eigentlich an? Gute Frage. Der gleichzeitig auch mit dem Kalender erschienenen Karte Landkreis Stein. Ja. Gut, wir starten den Motor. Beziehungsweise erst bei den Wagen, Motor noch nicht. Als ich habe passend zu Heiligabend hier mal kurz starken Schneefall genommen. Schön, 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 schön. Alles sehr schön hier. So. Licht schon mal, auch wenn es gerade erstmal nur Standlicht ist. Hier drin können wir. Ja. Passt. Passt, passt, passt. So. Sehr schön. Wir fahren die, habe ich hier schon irgendwo einen Fahrplan? Habe ich hier einen Fahrplan? Ich habe hier einen Fahrplan. Wir fahren hier die Linie 270 nach, von Steinzeit-OB nach Rosenfeld. Das heißt, wir haben hier die 270.01. Okay. Stein-AZ-OB, Wildplatz. Genau. Das ist hier vorne. Fahren 5 Minuten ab. Wie gesagt, Schneefall, starke Schneefallswetter. Wir hätten hier auch ein paar Modding-Optionen. Da neue Decke, Decke, bla. Aber soweit. Front kann man jetzt nicht ändern. Viewpoint-Wechsel brauche ich jetzt auch nicht. Kann man halt verschiedene. Ich weiß nicht, geht da Biga-Assistenz an? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie der aussieht. Naja, haben halt verschiedene große Klima, bla bla. Könnt euch ja alles gerne selbst anschauen. Genau. Komme ich irgendwie gescheit zur Klimaanlage? Nur ungescheit, ne? Naja. Wir können es ja warm machen. Bläse hoch. On, ja. Ich habe hier einmal diese Klimaanlage, ne? Passiert überall rein gar nichts. Na gut, das ist Umluft. Na gut, wird schon irgendwie wärmer werden, hoffe ich. So, Scheibenwischer an. Gang eingelegt. Bremse los. Tür 1 nicht auf.
schöner Bus. Schön, 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 schön. Oh, auch schöner Klang. Vom Blinker. Habe ich eigentlich einen Fahrtenschreiber, auf den ich achten muss? Ja, ist einer drin, aber den brauche ich hier. Aber der funktioniert, der hat keine Funktion. Ah, okay. Schönes Haus. Schön, 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 schön. Schönes. Also ich hatte halt wirklich vor Freude, dass dem jetzt angekündigt wurde. Habe ich ein Auto-Needing? Habe ich ein Auto-Needing? Kein Auto-Needing. Schade. Naja. Einmal normal, bitte. Einmal normal. Kommt sofort. Guten Abend. 6. Ich glaube, da haben sie mir zu viel rausgegeben. 18, 20. Ich brauche eine Kurzstrecke, bitte. Eine Kurzstrecke zum Regeltarif, bitteschön. 18 zurück. Einen normalen Fahrschein, bitte. Einmal normal ermäßigt. 13 zurück. Einen normalen Fahrschein, bitte. Nochmal normalen Fahrschein, also ihr wollt mich ja wohl retten. Tür zu, sonst wird es ja zu kalt drin. Auch generell schön. Sagen wir um 45 km ab. So. 6 Minuten Video schon alt und wir sind noch gar nicht losgefahren. Ne? Ja. Gut, dann haben wir hier. Auch je nachdem, was für eine Variante man hat. Ja, na gut, dieser Bug ist schon bekannt. Es ist nicht richtig geschildert. Mal gucken, wann der wird hoffentlich bald gefixt. Aber ansonsten, ja, aber das ist auch jetzt nur ein kleiner Makel. Aber also, wie gesagt, auch je nach Modell, was man ausgewählt hat, also BVB, Hartmann oder was, oder BVB war das andere, glaube ich. Und ich muss ja mal kurz was nachgucken. Halt verschiedene Innenanzeigen, Texturen. Zweiter Bildschirm, alles sehr schön. Jetzt piept das schon zum Abfahren und hier steht noch warten. Jetzt sagt Abfahrt. Alles klar, wir nehmen halt mit, wir fahren ab. Aus der Einbahn zu Hause kommt ein Auto raus. Also eigentlich. Nächste Haltestelle. Steinkirche. Der fällt ja auch gut. Boah, fällt der Scheiße. Einmal Kurzstrecke. Bitteschön. Ja, da war ich ein Ticken zu schnell. Ist natürlich glatt. Muss man ein bisschen mit bedenken. Bei dem Wetter hier auch gut, oder? Wäre es echt nur so weiß, ne? Schöner kleiner Weihnachtsmarkt haben wir hier. Der Epochone-Event geschaltet. Wir auch rechts, haben wir Vorfahrt. Auf Distanzanzeige, das schon umgesetzt. Ich weiß nicht, ob es nicht einfach ist. Die Diskussion habe ich eben Vorstellungsgespräch bekommen. Den Bus. Nächste Haltestelle, Steinmarkt. Hereinspaziert in den schönen Bus.
So. Nächste Haltestelle, Stein, Aldi. Was hier bemerkenswert ist, wir haben hier drüben, na gut, die 270, dann, na gut, drüben halt wahrscheinlich KI-Linien, ne? Genau, KI-Linien, weil die 270 halt hier nur in eine Richtung. Macht mal hin! Es wird kalt hier drin! Einmal Kurzstrecke, bitte. Nächste Haltestelle, Stein, Altenheim. Linie wird ca. 20, ca. eine halbe Stunde dauern. Epis. Ach, ist doch ein Autoleading. Man hat hier übrigens auch ein Tempomat und Limiter eingebaut. Finde ich sehr schön, gibt es nicht so häufig in OMSI. Vielleicht ist es sogar das erste Mal, also ich habe jetzt zumindest noch eine Stunde bekommen. Und wir sind zu schnell. Nächste Haltestelle, Stein, Hochmode. Ja. Ich persönlich besitze es aber nicht. Ich habe ein Auto heute von so drin, ne? Ja. Ich persönlich benutze halt nicht, weil mir das mit der Steuerung irgendwie ein bisschen zu kompliziert war und das wird man wohl während dem Fahren bedienen. Weil man hat zwar theoretisch da eine vorgefertigte Datei für Tastaturbelegungen. Problem aber ist, es würde meine Dorffront 2, also halt die Tastatur auf meiner Tastatur überschreiben. Und da habe ich ehrlich gesagt keinen Bock, dass ich da wieder in der Liste drücken muss und drin stehen muss. Kommt dran, kommt dran. Rein nicht dran. Betriebshof? Nächste Haltestelle, Dunning. Habe ich nicht gekannt oder was? Einmal stand. Oh, bin die ganze Zeit mit Standlicht gefahren. Ups.
Ah, wird schon wärmer im Bus. Das heißt, du bist Verspätung, ne? Ja. Ich finde bisher, also bisher gefällt mir die Map echt schön, ist ja im Prinzip so, ja, ist eine Überlandkarte. Die Überlandabschnitte sind immer. Nächste Haltestelle, Elmar Ort. Könnte schon sehr tricky sein. Da kann man bauen, weil der muss schon relativ sein. Da muss man sogar relativ nicht gerade bauen. Also die Distanzanzeige ist, würde ich behaupten, nicht 100% akkurat. Aber ja, Gott, doch mit hinkommen. Ah ja, wir haben ja Weihnachtsmarkt, ne? Ja. Genau. Wir können alle nicht reinfahren wegen dem Weihnachtsmarkt. Ja, meine Damen und Herren, ne? Wir haben ein bisschen Wartezeit. Geht's weiter. Da kommen wir jemanden, die mal mitfahren wollen, aber wir können ja mal ganz kurz bis reinlunden. Ja, ist ja ein paar Buden aufgestellt, ne? Und wo sie. Frischer Malzkuchen. Der geht dann halt wieder raus, ne? Ja gut. Ibad, alles klar und weiter geht's. Nächste Haltestelle, Klamp. Genau, an der Kapelle halten wir nicht. Oder? Ich glaube nicht. Wir hatten hier hinten Ort, ne? Genau, die Kapelle, die wäre hier, da halten wir aber nicht. Jawohl. Gut. Auf jeden Fall aber sehr schön, dass hier auch direkt so ein Weihnachts-Kono-Event mitgeliefert wird.
Also die zwar jetzt leider nicht viel von den Überlandabschnitten wegen dem Wetter. War vielleicht doch nicht so gut gewählt, naja. Also ein bisschen Weihnachtsstimmung aufgehen, ne? Trotzdem doch ganz schön. Wir können doch mit dem Kamera fahren. Die andere, die hier mit fährt, 275, was im Prinzip so eine Express hier nächste wird, hier dann jetzt gleich geradeaus fahren. Wir biegen allerdings rechts ab. Klamp ist auch auf 50. Moment. Ohne Momento. Der ist aber ein grober Fahrplanschlitzer, ne? Nächste Haltestelle, Eitorf Ort. Übergang zur Linie 271. Hier war 30. Ups. Warum vor dem schaffen wir es noch? Auch wenn du da gebracht ist. Einmal normal, bitte. Ich glaube, da haben sie mir zu viel rausgegeben. Ja, kann sein. Nächste Haltestelle, Eitorf, Wiese. Will jemand mit? Nein, sehr gut. Nächste Haltestelle, Walkenhorst. Bin ich schon wieder so kurz, deswegen wir ein bisschen langsamer.
Nächste Haltestelle, Wesenbrücke. So. Schön durch den Wald. Mein Eindruck, oder fällt der Schnee hier gerade ein bisschen komisch? Naja. Nächste Haltestelle, sie steht Landstraße. Oh, das Verkehrszeichen gibt man auch selten. Vorfahrtsstraße Ende. Das Verkehrszeichen für abblickende Vorfahrtsstraße gibt ja gerade irgendwie gar keinen Sinn, aber meinetwegen. Weil das, also es gibt stärkere abblickende Vorfahrtsstraßen, also das ist nicht irgendwie abblickend, meiner Meinung nach. Naja. Ja, und was über was ich mich mir schon wieder so Gedanken mache, ne? Schon komisch. Nächste Haltestelle. Sie steht Markt. Von hier der Straße, wo ich gerade bei meiner Maus drauf zeige, kommt die 270 wieder zu uns. Die hat währenddessen keinen einzigen Halt eingelegt. Und weiter geht's, ja, das ist Haus, wie es sich hört. Nächste Haltestelle, Gindenhof.
falschen Tasten erwischt. Und das hat du. Naja. Nein, gut. Nächste Haltestelle, Rosenfeld Nord. Ein bisschen langsamer bitte. Danke. Ist mir ein bisschen zu hoch und reif für die Geschwindigkeit. Sagt der überhaupt das Tragfilm beschleunigt hat, ne? Weil er auf die, der Geschwindigkeit beschleunigt hat, weil auf einmal ist es zu schnell. Ja, Logik existiert nicht immer, ist nicht unbedingt immer von jedermann ersichtlich. Für mich selbst mag ich, ne? Hier will auch niemand mit. Alles klar. Warum hier in der Vorfahrtsstraße lang geht, ne, wenn man jetzt auf die Minimap guckt, muss man auch nicht verstehen. Nächste Haltestelle, Rosenfeld, Kirche. Und hier dann rechts vor links Kreuzung, natürlich. Das andere war nicht bei der Vorfahrtsstraße, das war einfach einmalige Vorfahrt. Genau so aufregend gesehen, auch. Na gut. Gibt's wahrscheinlich irgendwo sogar in echt, so wird mich nicht wundern in Deutschland. Ah, das habe ich doch, das habe ich noch, das habe ich doch in echt nicht, aber hier drin schon. Ne? In echt hätte ich angehalten. Hätte ich angehalten. Gibt's wahrscheinlich. In echt bin ich ein bisschen ängstlich, also noch so. So, dann sehen wir jetzt auch schon fast am Ende. Dann sollte ich vielleicht noch ein Bild, einen Screenshot machen. Von einem versputzten Bus, ne? Ja. Na gut. Kann man machen. Nächste Haltestelle, Rosenfeld, Markt, Fahrtende. Bitte alle aussteigen. Übergang zur Linie 279. So. Aber wir müssen auf den Pausenplatz fahren. Hand über 50. Ja gut, schließt den Fahrplan halt nicht ab, ne? Ja, egal. Kann ich weiß machen. Auf jeden Fall hoffe ich, euch hat die Folge soweit gefallen. Wünsche euch noch eine frohe Weihnachten.
Und ein guter Rutsch ins neue Jahr, falls wir uns nicht hören. Ich weiß nicht, ob ich vor mir auch noch ein Video ausbringe. Wer wird sich zeigen. Auf jeden Fall, bis dann, haut rein. Tschüss mit dir. Und ciao.